So, wir gehen aber jetzt zu den Wächtern rüber und dann sehen wir den Stein mal im Einsatz. Denn der gute alte Stein, auf den ist immer Verlass. Der hat mich noch nie im Stich gelassen. Aber hier ein kleiner Tipp, wenn du später in dem Dungeon bist. Ich verrate dir am besten schon mal die Lösung für das Rätsel. Shit! Hört auf, ich will Steine werfen. Das mit dem Steinwerfen klappt überhaupt nicht. Was ist da oben? Ey, da oben ist was, da ist wirklich was. Lass mich mal eben nach oben düsen. Was haben wir denn hier Schönes? Ich kann da noch nicht rüber. Habe ich einen Stein? Nee, da kann ich auch nicht einen Stein wirklich hochbringen. Doch, doch, da kann ich einen Stein hochtragen. Wo ist mein Stein? Ich habe das Gefühl, wenn ich vom Stein aus hochspringe, dann sollte ich es schaffen, zur Schatztruhe zu kommen. Ach, wo ist der Stein denn hin? Mit dem Stein kann man einiges anfangen. Wo ist der Stein hin? Hier müssen noch mehr Steine liegen, die ich mitnehmen kann. Oh, das ist ein großer! Oh mein Gott, der ist groß genug. Das ist ein richtiger Brocken. Wäre echt cool, wenn man damit Gegner bekämpfen könnte, aber ja, man kann nicht alles haben. Ah! Wollte ich auf die Gegner runterrollen lassen. Oh, dann müsste mein Stein doch hier unten sein, wenn die Gegner hier waren. Wehe Steine, die spawnen in dem Spiel. Ich brauche noch einen Stein. Ich bin mir so sicher, dann komme ich da ran. Ich bin mir so sicher. Die Steine, die spawnen, oder? Ich will es trotzdem noch versuchen. Da ist einer. Ach, weh, der Stein ist weg. Stein ist weg, oder? Mies. Okay. Kein Problem. Bekommen wir hin. Ich leg den hier ab. Und dann entferne ich mich nicht zu weit von ihm. Und ich hoffe, dass er nicht despawnt. Warum benutze ich so einen Fels? Kann man den nicht da hinrollen? Gute Frage. Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Ich bin schon zu sehr fixiert auf meine Steintaktik. Ich kann jetzt nicht mehr umkehren. Das ist jetzt mein Leben. Außer der Stein ist weg, dann habe ich nämlich ein Problem. Nee, er ist noch da. Er ist noch da. Hart wie ein Stein ist er. Hast du den Endboss schon fertig? Ja. Bin gerade auf dem Weg zum optionalen Endboss. Man muss dafür viele Steine stapeln, damit man den Turm von Babel bauen kann. Und dann geht man hoch in den Himmel. Es wird darauf hinauslaufen, dass ich die Steine nicht stapeln kann, möchte ich mal eben anmerken. Wackelige Angelegenheit. Nein, wir machen jetzt Parkour. Shit. Ich muss ein bisschen geschickt vorgehen, okay? Nein! Bleib da, wo du bist. Nein! Das Ziel ist, zu der Schatztruhe hochzukommen. Ich glaube, es wird nicht klappen. Nein! Oh Gott! Ach Gott, das muss doch klappen! Ich fühle es doch, dass das klappt. Ich muss einfach so drauf auf denen landen und dann hoffen, dass er nicht runterrutscht. Einen dritten Stein holen? Das Problem ist, wenn ich jetzt gehe, dann despawnen die wieder. Weil ich dann wieder zu weit weg bin. Nein, da drüben ist ein See. Bleibt schön hier. Bleibt schön da, wo ihr seid. Wehe, ihr geht. Oh, da ist keiner. Es sind viel zu wenig Steine in dem Spiel. Oh nein. Ich bin mir so sicher, sie sind schon despawned. Sind schon lange weg da oben. Wenn sie weg sind, gehe ich einfach weiter. Dann gebe ich es auf. Ach. Ach. Nee, ich glaube, ich komme nicht ran. Ist okay. Gehen wir einfach weiter. Ich gehe nochmal zum Teich. Und ich schaue, ob die Steine am Teich respawned sind, okay? Denn am Teich sind mindestens 3 Steine. Und wenn ich die mitnehmen kann, dann schaffen wir es auch zur Schatztruhe hoch. Oh. Da sind 2 und da hinten ist noch einer. Okay. Wir schaffen es. Pass jetzt mal gut auf, was wir machen werden. Wir hören uns jetzt die Schatztruhe. Und dann werde ich stolz auf mich sein. So, die Steine sind noch da. Das ist gut. So, mein Plan ist, dass ich einen weiter vorn hinlege, damit der quasi als Stütze dient. Damit der eine Stein, den ich dann auf die beiden legen werde, damit der nicht mehr runterrutscht. So, Stein Nummer 2. Ja, ungefähr da wollte ich den hinlegen. Ist halt ein bisschen schief leider, aber mal schauen. Mal schauen, ob die Schieflage noch zum Problem wird. Wenn nicht, kann ich immer noch einen vierten Stein holen. Und dann ist das Problem bestimmt gelöst. Er versucht es immer noch. Nein, ich versuche es jetzt mit 3 Steinen und nicht mit 2. Ist komplett anders. Ach Gott, ich wollte da hochrennen gerade. Er hält sich nicht fest. Er hält sich nicht fest an der dummen Kante. Ist doch nicht euer Ernst jetzt. Er
hält sich nicht fest. Ich kann da noch nicht hoch. Kann sich an der dummen Kante nicht festhalten. Oh mein fucking Gott. Wie viele Sachen kann man miteinander verbinden? Nur zwei oder kann man das beliebig erweitern? Alle Sachen. Das heißt, ich kann zurück zu meiner Steintaktik kehren. Wir markieren das. Wenn ich die Steine verbinden kann, dann werde ich damit halt eine saubere Treppe bauen und dann geht's richtig hoch. Ich hole direkt noch den Stein von da drüben mit rüber. Und dann baue ich eine Treppe. Und dann geht's los! Jetzt spielst du mit Power. Nintendo Power. Ich glaube, ich sollte noch einen unten hinpacken zur Stütze. Ungefähr so. Dann kommt der Masterplan. Der Geniestreich. Aber ich bin relativ... Schau ich das an. Das sieht ja aus wie ein Pferd. Epona, bist du's? Wahnsinn. Das ist quasi schon Kunst. Ist es? Okay. Wünsch mir Glück. Komm schon. Link. Yes! Gleiter. Dieses Sonarbauteil kann den Auftrieb des Windes nutzen, um weit zu fliegen. Muss man möglichst in der Mitte stehen und das Gleichgewicht halten. Was? Kann ich damit dann einfach losdüsen? So was, wir setzen einfach eine ein. Los geht's. Was zum Fick? Was? Was mache ich jetzt damit? Platziere es am Rand? Oh oh. Flieg! Hey! Flieg doch nicht ohne mich! Und es verschwindet. Ja, okay.